Jo Leute, willkommen zurück zu Stexel. Okay, das war der Kescher nur. So, man hört schon, es regnet. Hallo Luna. So. Das heißt, heute ist sowieso Erntezeit. Zack, 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 zack. Was? Okay. Ich brauche eine Sense, okay. Okay. Eventuell habe ich auch vergessen, was ich im Sommer anpflanzen kann. Das heißt, ich werde das gleich einmal. Werde ich das wohl. Oder übel mal nachgucken müssen. Also offensichtlich Kartoffeln. Kartoffeln scheinen wohl zu wachsen, weil sonst wären die ja auch eingegangen. Zack. Und hopp. Und hopp. Und wie üblich. So. Okay, einmal das. Einmal das und zweimal das. Wunderbar. Okay. Okay. Wie finde ich denn das raus, was im Sommer wächst und was nicht? Jetzt sag nicht mit ausprobieren. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Ich könnte mir Wassermelonen vorstellen. Okay, das wird sich wahrscheinlich nur aufs Internet beziehen können. Also ich würde mich nur aufs Internet beziehen können. Dementsprechend einmal. Achso, Moment, ich wollte eben gucken, ob es hier dieses Kissen gibt. Weil ich habe nichts gefunden, außer einem Bild, wo ein Ei. Ach, wo ein Küken drauf gesessen hat. Fürs Brüten. Also ich weiß nicht, wie man Viecher ausbrütet. Und ich habe das halt nur so auf so einem Kissen gesehen. Aber ich wüsste halt nicht, wo das ist. Okay. Moment. Nee. So, okay. Das heißt, ich werde das wohl im Internet mal wieder nachgucken müssen. Was ärgerlich ist. Also ich mag es nicht, für Spiele im Internet nachgucken zu müssen. Also dass ich Sachen halt nicht anders rauskriegen kann. Im Normalfall sollte alles in einem Spiel erklärt werden. Beziehungsweise nachgeguckt werden können. Aber das ist ja scheinbar nicht. Oder ich bin zu doof, es zu finden. Also, kurzen Cut. So, weiter geht's. Ich hab's nachgegoogelt. Das sind die Samen, die man im Sommer anpflanzen kann. Sowas wie Zwiebeln wächst immer. Manche Sachen wie Kartoffeln wachsen alles außer im Winter. Erdbeeren wachsen, glaube ich, nur im Sommer. Also ich habe es jetzt nicht mehr alle im Kopf. Ich weiß, dass die Auberginen im Sommer und im Herbst wachsen. Zwiebeln immer. Tomaten wachsen nur im Sommer. Und Wassermelonen wachsen, glaube ich, auch nur im Sommer. Dementsprechend
Kartoffeln. 12. Erdbeersamen möchte ich gerne das große Feld mitbestellen. Ich glaube, das waren 81. Kann ich schon knicken. Okay. So. Es sind sowieso 9 unterschiedliche Samen. Dementsprechend habe ich auf gar keinen Fall genug Platz dafür. So, ich muss also Prioritäten setzen. Das heißt, je nachdem, was am längsten braucht, werde ich die dann als erstes reinsetzen, damit die auf jeden Fall noch was werden. So. Okay. Karotten. Möchte ich auf jeden Fall. Tomaten. Wassermelonen. Und Auberginen. So. Okay. Warum sind die denn nicht gegossen? Ah, okay. Die werden automatisch gegossen, sobald sie gesetzt werden. Das heißt, den kann ich schon mal zur Seite setzen. Gurkensamen. Kann ich da durch? Ja. Und Erdbeersamen. Ah, Moment, Erdbeersamen kommen ja woanders hin. Kartoffeln. So. Denn, wie gesagt, die Erdbeersamen. Wie viele sind das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9. Mal 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 sind das 9. Oh, Moment, das sind dann 90. Das sind dann 99. 99 Samen brauche ich von den Erdbeeren. Kriegen wir hin, würde ich sagen. So, und okay. Ah, man kann es nachgucken. Und man kann sogar direkt nachgucken, wie lange sie brauchen. So, Wassermelonen brauchen aber, eine größere Fläche. So, ich habe schon überlegt, ob ich einfach sage, ich hau hier hinten den Zaun mal weg und erweitere mein Feld. So. Okay. Warum ich den jetzt natürlich abhaue, dürfte klar sein. Einfach der Optik halt halber. Soll der nachher halt zu allen Seiten auch offen sein. So. Und ich brauche eine Schaufel. Okay. Wollen wir sie aufheben. Okidoki. Da brauche ich aber wahrscheinlich wieder ein Spezialfeld, ne? Oh, Moment, ich habe die Hacker geholt. Die brauche ich zwar auch, aber ich brauche die Schaufel erst einmal. Das. Das. Das brauche ich jetzt erstmal alles nicht. So. Wunderbar. Einmal, zweimal, dreimal.
So. Der arme Schmetterling hängt einfach in der Luft rum. So. Jetzt bin ich ja gespannt. Was wird zum Beispiel aus sowas wie dem Baum? Ach komm. Bevor da jetzt irgendwie was passiert. Und ich dann das Holz nicht kriege. Ah, Moment. Klatsch! Es klart ein bisschen auf. Das ist auch cool. Und... So. Okay. Was mich interessieren würde, gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, ob ich irgendwo Bäume pflanzen kann? Und was ist das? Sternengelee. Errungenschaft. What is this? Passt ja. Ne, ich hab die Schaufel. Passt. So. So. Das ist ein gutes Achievement. Klatsch. Und einmal umbuddeln. Klatsch. Wunderbar. So. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Farmerweiterung dauert ganz schön lange. Fällt mir mal so auf. Vor allem, wenn ich halt was abbauen muss. Und vor allem deinen ganzen Hügel. Und ja, das ist am sinnvollsten von oben nach unten. Runter. Moment, den hätte ich gerne. Habe ich? Ja. Und zack. Okay. Ich würde sagen, bis hierhin dann. Okay. Ich möchte am liebsten eine gerade Wand haben. Und zwar bis offensichtlich hierhin. Okay. Und
So, erstmal alles einsammeln wieder. Ich sag ja, es dauert eine ganze Weile wahrscheinlich, bis ich hier die Farm so habe, wie ich sie gerne hätte. An der Stelle. Aber was sein muss, muss sein. So. Moment. Da kommt jemand. Da kommt jemand zu Besuch. Oscar. Oh nein. Ich kann mein pinkes Hasenhandy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ein pinkes Hasenhandy. Ja, gut. Leider nicht gefunden. Ich lasse die Bienen jetzt im Übrigen einmal so lange weiter ihren Honig behalten, bis die anderen auch so weit sind, dass sie Honig produzieren können. Damit es bei allen immer schön das gleiche ist, der gleiche Wert ist. Dass ich nicht jeden Tag hin muss und gucken muss, oh, welcher ist denn heute dran? Sondern dass ich sagen kann, okay, jetzt ist wieder Erntetag und jetzt ist wieder Erntetag, dass ich halt alle 3 Tage nur dran muss. So. Und okay, überall wo Stein ist, muss ich sowieso nochmal runter. Achso. Das Ärgerlichste ist, dass ich auch jetzt nicht fertig werde und dass ich jetzt gleich drumherum schiffen muss. Okay. Okay. Und ich nehme mal an, die ganze Fläche darunter ist Stein. Also unter der, die jetzt danach kommt. Wird alles Stein sein. Das heißt, die muss ich komplett aufkloppen und komplett mit Erde füllen. Das könnte lustig werden. Leute, wenn es euch gefallen hat, liked oder lasst mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stexel. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.